Ich weiß nicht warum, aber was mir gerade auffällt, wenn ich Shakes and Fidget offen habe im OBS und das Ganze aufnehmen möchte und auf die 5 drücke auf meinem Numblock, wofür ich die Taste habe, um aufzunehmen, das ist meine Aufnahmetaste. Wenn ich Shakes and Fidget offen habe, startet er die Aufnahme gar nicht. Ich habe jetzt bereits 10 Minuten aufgenommen und schon ein paar Sachen gemacht und die sind schon wieder futsch, weil die Aufnahme nicht gestartet ist. Was ist das denn für Scheiße? Das war vorher noch nicht. Ah, willkommen zurück zu Shakes and Fidget. Mann! Wir sind wieder aktiv. Ich versuche nochmal kurz das zu wiederholen, was ich bis jetzt gemacht habe. Also, wir werden diese Folge ein wenig die Festung versuchen, in der Hoffnung, die Festung hier aufzubauen. Ich bin in einer neuen Gilde und zwar bei Blood Moon. Wir sind relativ weit oben auf Platz 3. Und ich denke, mit dieser Gilde komme ich noch ein Stückchen weiter voran, hoffentlich. Dann habe ich hier im Shop ein bisschen rumgeklickt, hier ein bisschen klicky-klicky gemacht. Da haben neue Sachen gekriegt. Ich brauche, wobei, Moment, vielleicht brauche ich die fürs Sammelalbum. Ich weiß es nicht. Zack, weg damit wieder. In unserem Inventar so voll. Dann habe ich hier noch ein bisschen durchgeklickt. Ich habe neue Schuhe bekommen. Guck mal, dann haben wir ein neues Schmuckstückchen, was wir theoretisch tauschen können. Ich habe neue Schuhe bekommen, die ich gerade ausgerüstet hatte. So, dann gucken wir ganz kurz, ob er hier den gebrauchen kann. Oh, ein bisschen, aber wobei, der hat halt, ne, schon was Schönes. So, dann war ich gerade dabei, den Turm zu machen. Zum Glück habe ich noch nicht alles gemacht und mir ist aufgefallen, dass die Aufnahme gar nicht läuft. Ah, jetzt wieder eine Folge gehabt, hätte die komplett... wieder eine Folge gehabt, hätte die komplett im Arsch gewesen. Da wäre ich echt durchgedreht, ne? Dann wäre ich echt durchgedreht. Wäre echt kacke gewesen. Kommen wir hier noch voran? Oh, das sieht gut aus. Überspringen wir direkt. Zwei versuchen wir noch. Letzte. Und immer ein mehr, als ich sage. In der Hoffnung, dass das vielleicht denn funktioniert. Aber da tut es sich. Schade. So, kommen wir hier hinten im Dämonenportal vielleicht weiter. Nicht im Dämonenportal. In der Schattenwelt. Das sieht nicht so aus. Ich hoffe, dass Player demnächst eine neue deutsche Welt rausbringt, weil ich hätte auch mal wieder Bock auf einen neuen Charakter. Ich habe eine Zeit lang den auf Welt, internationale Welt 6 gespielt gehabt. Aber das war dann irgendwann zu viel Arbeit, zwei auf einmal zu spielen, weil ich habe teilweise auch mit der Kati zusammengespielt und das war halt wirklich sehr anstrengend, weil wir zwei Accounts hatten und das war nervig. Das war wirklich sehr nervig und sehr anstrengend. Deswegen haben wir das gelassen. Okay, hier kommen wir nicht weiter, leider. Weiter, leider, bei haben. Na. So, ins Klo habe ich auch schon was geschmissen gehabt. Da haben wir auch wieder Müll rausgekriegt, konnte den Müll schmeißen. So, hier hatten wir nichts Neues. Es ist aktuell nämlich Epic-Wochenende. Wie ihr wunderschön sehen könnt. So, was haben wir denn noch? Das Glücksrad müssen wir noch machen. Und dann können wir die Tische machen und dann kümmern wir uns um die Festung. Das steht nämlich aktuell auf jeden Fall an. So, hier haben wir schon mal ein neues, schönes Dingens Wasserteil. Jetzt, zack, mein Pinguin. Den Level mal jetzt hoch. Kommen wir jetzt im Wasserhabitat vielleicht weiter. Oh. Zack. Nächster freie Schalte. Was ist der nächste? Oh, Musli. Oh. Okay. Haben wir. So, Licht. Kommen wir hier voran? Also, Licht kommen wir eigentlich am wenigsten voran, ne? Kommen wir eigentlich überhaupt nicht voran. Wobei, warum kriegen wir den eigentlich nicht... Ich habe nichts gesagt. Ich habe mich schon gar nicht beschwert. Alles gut. Plinze, okay. Wie sieht das bei Erde aus? Der sieht gut aus. Der wäre möglich. Ah, komm schon. Komm schon. Nein, immer noch nicht. Kraft schaffen wir immer noch nicht. Auch nicht, okay. Kommen wir hier weiter, in den Schatten. Bei den Schattentierchen. Ist halt 38, aber der ist halt viel stärker, weil er halt weiter unten ist. Den hätte ich gerne, den Tikon, der sieht cool aus. Wir sind Level up. Nice. Oh, jetzt habe ich gerade mein ganzes Gold rausgehauen. Das ist blöd, denn ich brauche eigentlich eine Menge Gold. Das ist sehr blöd. Okay. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Gesamtstufe 70. Wasser mit 7 Pets. Sei denn 63, 60. Wir brauchen wir mit 60. Dann nehmen wir doch Schatten. Und schon wieder nicht so jemand. Ach, Manno.
Dann hätte ich auch mit Feuer angreifen können. Hätte sich mehr gelohnt. So, Wasser. 6 Pets, 82. Das wäre 76 Same, 70. Ich brauche ein 70er Pet. Ich habe keinen 70er Pet in dem Sinne. Ja, aber nur, dass er es einfach verkackt hat. Und greif mal mit Licht an, weil Licht ist am schwächsten bei mir. Den 50, siehst du, hat sogar... Nee, hat gar nicht gepasst, oder? Ich weiß gar nicht. Gucken wir nochmal. Wasser, 5 Pets. So, wäre... 60... bin ich jetzt blöd? Ach, Klimmer hat mir was geschrieben. Der hat mich gerade total ausgebaut. Brauchen 55er. Dann nehmen wir Erde, würde ich sagen. Wird sehr eng. Aber das sieht gut aus. Zack, haben wir geholt. Vielen Dank. So, Wasser können wir nochmal upgraden. Zack. Jetzt haben wir noch was über hier. So, jetzt kommt... Jetzt sagen wir mal Wasser. Und wir den hier safe kriegen. Den hätten wir nämlich nicht kaputt gekriegt mit Feuer. Oder? Nee, hätten wir nicht geschafft. So, und jetzt greifen wir nochmal Feuer an. Mal was anderes haben wir nicht zur Verfügung. 65, den schaffen wir definitiv nicht. Hat sie erledigt. Schade. Aber wir haben es immerhin versucht. So. So, hier kommen wir auch nicht weiter. So, auf in die Festung. Denn hier müssen wir nämlich, ich möchte nämlich ein bisschen angreifen. Ich möchte hier vorankommen. Warum können wir... Das war schon im Klo, oder was? Das ist ja beide Müll. Wie kommen wir jetzt gerade spontan gut an Gold? Indem wir hingehen, ich könnte theoretisch hingehen. Und den Greifen verlängern. Aber das ist dumm. Weil das gibt nicht wirklich viel Gold. Na gut, immerhin könnte ich ein paar Mal überspringen. Versuchen wir das mal eben. Hat nichts gebracht. Okay, jetzt machen wir mal die andere Taktik. Indem wir mit einem Soldaten nochmal angreifen. Um einen neuen Gegner zu bekommen. Guck mal, hier wäre schon mal eine Chance. Greifen wir wenigstens mit zwei Soldaten an. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Loot. Zack. Er bringt uns auch nichts. Die Frage ist, können wir hier irgendwie... Ich versuche nur noch mal weiter, hier irgendwen zu killen, weil dafür kriegen wir auch Gold. Zack, wunderschön. Und wir haben was Geiles gekriegt für die Krieger. Das sieht geil aus. Moment, eben mal alle upgraden. Für die Krieger. So eine Kralle. Oh, schade. Die hier bringt leider viel, viel mehr. Aber die sieht mega cool aus, die Kralle. Die hätte ich echt gerne mal halten. Warum sortiert sich jemand im Inventar ständig um? Drei hungrige Bären. Sind die nächsten Gegner. Was sagen die eigentlich? Wer von eurem Tellerchen gegessen hat? Jemand, der euch das Henker... Die Henkers... Jemand, der euch das Henkers mal... Das Henkers mal. Ja, das Henkers mal. Ich wollte gerade die Henkers mal sagen, aber das ist ja grammatisch völliger Bullshit. Der euch das Henkers... Oder? Bin ich gerade... Das verwirrt mich. Das Henkers mal. Das Henkers mal. Die Mahlzeit. Das Mal. Ja... Nicht gönnt auf sie. Schreibt mal einfach, diskutiert das mal in die Kommentare aus. Was ist denn los hier? Wir packen hier einen nach dem anderen, ey. Nice. Lass mich mal in meine Tasche, die umsortiert, gehen wir auf den Sack. Kommen wir vielleicht noch weiter. 88 sind wir jetzt. Das haben wir hier. Erzählt einfach, ihr wolltet sie aus den Klauen des Wolfes befreien und dabei standen sie auszusehen in der Schusslinie. 7 Geißeln. Kriegen wir aber definitiv nicht kaputt. Das wäre ja zu schön und zu einfach. Vielleicht kommen wir jetzt in der Schattenwelt nochmal voran. Wir haben auf jeden Fall jetzt gut Kohle gekriegt. Dass wir jetzt auf jeden Fall hingehen können. Und nochmal hier in der Festung ein wenig Stunk machen können. Und noch irgendwen anders umklatschen. Festung. Zack, zack, zack. Hier angreifen. Müll, 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 Müll. Naja, Müll. Ja, komm, machen wir mal. Dezember ist noch lange nicht. Müll, 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 Müll. Abwesenheit. Ob der abwesend ist? Kann das sein? Weiß auch nicht. Müll, Müll, Müll. Nee, dafür brauche ich zu viele. Das wird zu teuer.
Aussicht auf Beute ist leider miserabel. Soldaten sind Kämpfer, keine Kanonenfutter. Ah, seht ihr, lohnt sich vorne und hinten nicht. Können wir da unten sehen, ob sich das lohnt oder nicht. Hier winkt sehr reiche Beute. Hier nicht mehr. Müll, 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 Müll. Ich müsste endlich mal... Würde sich das lohnen? Ja, hier winkt sehr reiche Beute. Aber das lohnt sich eigentlich nicht so krass. Das hier lohnt sich, oder? 26.000 kriegen wir. Einer kostet 10.000. Lohnt sich wenigstens halbwegs. Die. Wir machen, bis wir kein Gold mehr haben. Würde sich das lohnen? Die Beute ist in der Tat verlockend. Es ist aber keine reiche Beute. Ich hätte ja gerne reiche Beute. Der ist auch nicht. Die lohnen sich alle leider nicht. Ist das verrückt. Komm, einen noch machen. Können wir nicht. Können wir ihn hier machen. Lohnt der sich. Wäre nur ab 4 verlockend. Schade. Schade, schade, Schokolade, so ist das Ganze, aber können wir leider nichts dran ändern. Wir können aber hingehen und Edelsteine suchen. Nein, können wir nicht, dafür brauchen wir Gold. Doch, können wir machen. Zack. Ui. Ui, wir haben eine neue Festung freigeschaltet. Ui. Ui, 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 ui. Festung der Schwarzschatten. Kommen wir aber nicht weiter, schade, aber geil. Wir haben einen neuen Schlüssel gekriegt. Vielen lieben Dank. Wollte nämlich eigentlich nur einen Stein haben, 422. Und den dann verkaufen. Und dann noch 2-3 Mal auf die Festung drücken. Und dann sind wir auch schon am Ende und wunderschön. Hier winkt sehr reiche Beute. Es ist nur die Frage, ob wir den schaffen. Den nächsten Soldaten kriegen wir wann? In 5 Minuten erst. Wir machen den jetzt einfach. Zack, in Hoffnung, dass es klappt. So, haben wir schon mal kaputt hier. Der hat 24 Bogenschützen. Das sind ein paar. Das wird sehr eng. Nur wenn wir wenig Hexenmeister haben, schaffen wir das. Schaffen wir nicht. Doch, das schaffen wir. Ja. Dann bin ich auch noch. Oh, geil. Geil, 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 geil. Haben wir fett Gewinn gemacht? Hat sich sogar gelohnt. Guck mal, 2 Millionen haben wir hier gemacht. 300.000 kosten neue Soldaten. Perfekt. Ein ganzer Satz neuer Soldaten. Ja, fast 400.000 kosten die. 400.000, 500.000. Das ist nicht schlecht. Okay. Ich würde sagen, Leute, wir sind erstmal am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Ich finde das so geil, dass mich keinen Arsch mehr angreift, ne? Weil wir so eine starke Festung haben. Wenn ihr nächste Woche Sonntag wieder reinschaut. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Bis dann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Schaut bei den anderen Videos vorbei. Schaut bei dem Spielenhallen-Video vorbei, was ich heute hochgeladen habe. Bis dann. Tschüss.